Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar. Hier um 9:30 Uhr, 17. Juli, Freitag, und wir wollen uns dem Edelmetall Gold widmen, der ältesten Währung seit Jahrtausenden mittlerweile und deswegen auch immer wieder ein Underlying, was ich gern, auch wenn ich den Fokus auf den FX-Markt gerichtet habe, immer wieder in den Blickpunkt nehme. Und fangen wir mal ganz kurz mit dem Tagesschart an. Also hier die unlängste Prognose, dass der Goldpreis sich insbesondere mit Aufgabe des Niveaus von 1165 Dollar hier weiter abwärts bewegen sollte, erfüllte sich in dieser Woche mit Bravour sozusagen. Und wir haben jetzt hier das erste Korrekturziel bei 1142,73 Punkte gestern schon bearbeitet und das nächste Korrekturziel hier bei 1132,01 liegt eigentlich unmittelbar voraus. Wir haben jetzt hier mit diesem Abwärtsimpuls die Möglichkeit, auch die untere Trendlinie dieses Abwärtstrendkanals zu touchieren. Ob das natürlich punktuell hinhauen wird, bleibt mal dahingestellt, aber grundsätzlich stehen die Chancen gut, dass wir hier eine Unterstützung sehen, die den Goldpreis dann sozusagen wieder nach oben heben könnte. Auch jetzt schon, kurz vor dieser weiteren Ebene nach unten im Bereich 1142,73 ist natürlich eine Stabilisierung denkbar. Und wir sehen aktuell hier, die Tageskerze ist natürlich, um es mal buchstäblich zu sagen, winzig. Der Goldpreis selber hat gerade mal 2 Dollar Range zurückgelegt bislang, aber bislang eben vom Tagestief weg. Es kommt heute auf jeden Fall noch Volatilität rein, davon kann man ganz stark ausgehen. Die 2 Dollar wird der Goldpreis nicht halten. Gegebenenfalls prallt er eben ab vom aktuellen Niveau. Dafür spricht auch, und das weiß der aufmerksame Zuschauer ohnehin schon längst, dass der Goldpreis ja hier am Freitag statistisch gesehen, ja, in der Overall-Betrachtung hier mit 58% positiver Schlusspreise ganz, ganz klar bullisch ist und hier aber auch vor dem Hintergrund der letzten 52 Handelswochen hier den einzigsten Wert hat, wo sich Bullen und Bären praktisch die Hand geben, eine Pattsituation haben. Aber 50% ist natürlich wesentlich besser als die Vorwerte hier, die hier im Bereich 30-40% liegen. Und insofern hat der Goldpreis hier heute am Freitag weitere temporäre Aufstiegschancen, Erholungschancen, ja, die hier kurzfristig, ich zeige es jetzt mal an, wir gehen auch gleich in den Stundenchart, wohin die führen könnten, aber generell meines Erachtens ist der Weg hier dann auch für die kommende Zeit abwärts gerichtet. Dies auch vor dem Hintergrund, wenn wir uns die Saisonalität anschauen, mit Blick auf die kommenden 20 Handelstage, da gibt es nicht viel zu sagen, insofern, als dass wir hier ganz klar nach unten orientiert sind. Und das dürfte den Goldpreis auch saisonal eben weiter belasten. Gerade Währungen, Rohstoffe sind saisonal hier sehr, sehr viel affiner als manche andere Aktien oder Indizes. Aber der Goldpreis hier durchaus vor einer weiteren Schwäche. Heute allerdings, wie gesagt, temporäre Erholungschancen definitiv denkbar. Und wenn wir hier mal in den Stundenchart schauen, dann kann man auch schon ein Stück weit ausloten, ja, wohin könnte es denn gehen im Erholungsfall? Ja, wir ziehen jetzt hier mal hier den horizontalen Widerstand ein, 1164,65. Und wenn wir eine Ebene tiefer gehen, dann haben wir hier in diesem Bereich 1154 eine untergeordnete, ja, Unterstützungszone sozusagen, Widerstandszone, einst Unterstützung. So, hier diese Trendlinie nehmen wir mal ein Stück weit wieder in die Korrektur, passen das sozusagen an. Ja, der Goldpreis, die Märkte sind hier lebende Objekte und insofern muss man hier immer wieder auch versuchen, ein Stück weit das Ganze einzufangen. Man kann auch die Trendlinie hier an die oberen Kerzendochte anpassen, um eben möglichst viel Bewegungspunkte zu erhalten. Und wenn es eben dann heute zum Beispiel über 1147 zurückgehen würde, dann hätte man hier zum Beispiel temporär eine solche Möglichkeit für den Goldpreis. 1147, warum? Weil das eben hier das Tief vom 8. Juli war, wo wir auch hier während des gestrigen Handels um 16 Uhr so einen kleinen Spike gesehen haben, hier mit dieser Kerze an dieses Level. Und wenn das der Goldpreis nochmals attackiert und hier eben drüber schließt, dann wäre das eine Möglichkeit, dass der Goldpreis dann weiter anzieht. Ja, aber eben nur korrektiv, temporär, möglicherweise auch hier in Form einer bärischen Flagge wäre eine Möglichkeit, um dann praktisch hier wieder nach unten abzudrehen. Ich zeige nochmal kurz den Rainbow, der zeigt natürlich beim Goldpreis ganz, ganz klar nach unten. Wir hatten den ja auch die letzten Tage immer mal wieder in der schriftlichen Beschau nach dem Motto täglich grüßt das Murmeltier. Also immer wieder weitere Tiefs. Wir sehen hier die Rainbow-Struktur im M15 grandios ausgearbeitet seit Beginn der Woche.
gab es hier wirklich immer auf der Short-Seite wieder Chancen, um den Goldpreis sozusagen in Richtung Süden zu handeln. Und wir schauen uns jetzt mal den aktuellen Verlauf an. Wie schon gesagt, wir sind 2,13 $ bislang gelaufen. Das ist ein Witz auf gut Deutsch. Goldpreis hat hier 10, $11 zu absolvieren. Also hier geht einiges noch. Wir sind hier innerhalb dieser Asia-Range und man will hoffen, dass heute die Volatilität eben nochmal ein Stück anzieht. Und da wäre eben hier auch das Vorwochentief 1147. Das passt auch so ein Stück mit dem Stundenwiderstand zusammen, den wir hier vorhin hergeleitet hatten. Wenn wir darüber hinausgehen, dann wäre hier der kleine Rainbow Spin denkbar im Ausdehnungsfall 1154. Und das passt wie die Faust aufs Auge, wenn wir das nochmal kurz im Stundenchart sehen. Also hier 1147 deckt sich hier mit dem Low vom 8.7. Dann hier 1154 Widerstandslevel. Das wäre auch hier die Average True Range, wenn wir die dann abarbeiten, also die durchschnittliche Bewegungsspanne. Hier Vorwochentief. Also das passt eigentlich alles in den Kontext sozusagen. Und oberhalb Vorwochentief, also 47,50, 1148, da könnte es dann weitergehen. Vortageshoch wird dann interessant, aber grundsätzlich möglich. Andernfalls, aufgepasst, negative Rainbow-Struktur, negative Trendimpulse. Wenn wir hier ein neues Tagestief machen, unter das Vortagestief zurücksacken, dann müssen wir mal ein Stück den Chart stauchen, dann haben wir hier Potenzial in Richtung 1135 $ zurückzufallen, was dann auch hier, wenn wir wieder in den Stundenchart mal gehen, beziehungsweise hier in den Tagesschart vielmehr, dann hier das Tief vom November bei 1132 wieder in den Fokus rückt. Ja, ein bisschen Zusammenstauung. Hier haben wir das Tief vom November letzten Jahres und da wären wir eben rasch dann hier eine Etage tiefer, obgleich 1132 eben hier dann schon ein Overrange Day bedeuten würde. Ob es passiert, bleibt mal abzuwarten. Aber es sei nochmal zusammengefasst, für heute Freitag rein statistisch eine bullische Annahme. Preise, eine bullische Preisentwicklung, insbesondere oberhalb von 1148 im Sinne der statistischen Rahmendaten. Allerdings das nur korrektiv, denn saisonal ist der Weg und auch übergeordnet charttechnisch ganz klar weiter abwärts gerichtet. Niveaus um 1154, wenn der Preis überhaupt so hoch kommt, wären Short-Einladungen. Andernfalls geht es direkt unter das gestrige Tagestief, dann trendfolgend Richtung 1135. Das wären mal die Annahmen, das wäre die Einschätzung zum Goldpreis des heutigen Tages gewesen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wünsche Ihnen schon mal vorab ein schönes Wochenende. Wenn Sie mögen, hören wir uns nachher zum DAX-Report nochmal wieder. Schalten uns heute schon noch zweimal mindestens auf oder on air hier auf dem JFD Live Trading Desktop dann allerdings. Und ich wünsche Ihnen erstmal ein glückliches Händchen beim heutigen Handel. Und wenn Sie mögen, wie gesagt, bis später. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.